Herzlich willkommen zu einem Tele-Stammtisch-Special. Hier ist der Andi und ihr kennt mich vielleicht schon aus ein paar Rezensionen drüben in unserem Filmkanal oder vielleicht auch aus dem großen Game of Thrones-Interview mit Patrick Roach. Und heute haben wir gleich beides für euch. Eine Besprechung erstmals von einem Hörbuch hier beim Tele-Stammtisch und dazu hatten wir drei tolle Interviewgäste. Aber der Reihe nach. Ihr habt schon gemerkt, ich wollte euch mit dem Intro schon ein bisschen in Stimmung bringen. Das Dumme ist nur, GEMA sei Dank durfte ich euch den Song, der da eigentlich hin hätte müssen, nicht vorspielen. Was ich euch aber vorspielen kann, ist das hier. Let me explain. To start with, we need to go back to where it all happened. During the weirdest, wildest and in some ways the most amazing time of my life. 1989 and the fall of the Berlin Wall. After decades of suffering and struggle, of oppression and resistance, East Berlin was free and reunited with her Siamese twin sister city to the west. And just 8 weeks after that historic event, on New Year's Eve, the first free New Year's in decades, I, your humble narrator, David Hasselhoff, was singing on top of that same wall, in a suit of lights, while a million happy Germans sang along, chanting my song. Talk about a mindfuck. Jawohl, ihr habt richtig gehört. David Hasselhoff, genau dieser David Hasselhoff, ihr kennt ihn vielleicht aus Serien wie Knight Rider oder Baywatch, aus Filmen wie SpongeBob, Schwammkopf oder Guardians of the Galaxy 2 und natürlich auch als Sänger von Hits wie Looking for Freedom oder Flying on the Wings of Tenderness. Dieser David Hasselhoff hat nun ein Hörbuch geschrieben und dazu war er letzte Woche auf Promotour. Und natürlich auch in Berlin, denn wo, wenn nicht dort? Nicht nur ist Berlin der Schauplatz seines neuen Hörbuchs, auch seine bisherige Karriere ist natürlich untrennbar mit der Stadt und ihrer Geschichte verbunden. Netterweise bekamen auch wir vom Tele-Stammtisch eine Einladung zu dem Promotermin. Und auch wenn wir bisher eher auf Filmrezensionen und Comic-Events spezialisiert sind und nicht so auf Hörbücher, konnten wir uns das natürlich nicht entgehen lassen. Denn wir vom Tele-Stammtisch sind nicht nur äußerst professionell, motiviert und interessiert. Vielleicht befindet sich auch einfach ein klitzekleiner David Hasselhoff-Fan in der Redaktion. Und so kam es, dass ich am 16. Oktober 2019 mit meiner Münchner Tele-Stammtisch-Kollegin und ehemaligen Wahlberlinerin Eva ebenfalls in die Hauptstadt gefahren bin, um für euch, liebe Hörer, ein Special aufzunehmen, das weit über eine gewöhnliche Hörbuchbesprechung hinausgeht. Wir hatten nämlich die Gelegenheit, mit drei wunderbaren Künstlern und Entertainern zu sprechen. Über ihr Schaffen, über ihre Motivationen, über David Hasselhoff, aber eben auch anlässlich des 30. Jubiläums über den Mauerfall, die DDR und über ihre ganz persönlichen Erlebnisse von damals. Begleitet also Eva und mich auf einem Trip nach Berlin und einen Trip in die Vergangenheit in unserem Tele-Stammtisch Berlin-Special zu Up Against the Wall, Mission Mauerfall. Hallo, hallo, wir sind auf dem Weg nach Berlin. Hallo Eva. Hallo. Ja, wir haben ja gerade schon gequatscht. Ich glaube, du bist jetzt nicht hauptsächlich wegen David Hasselhoff dabei, oder wie war das? Nicht nur, nein. Und du hast auch mal in Berlin gewohnt eine ganze Zeit, auch richtig? Das munkelt man ja. Wie lange hast du da gewohnt? 4 Jahre, beziehungsweise ja, 4,5 insgesamt. Und wie lange jetzt schon nicht mehr? Auch schon wieder fast 4. Ja, du fährst aber immer noch wieder gerne hin und nur wegen alten Freunden oder magst du die Stadt auch irgendwie aus anderen Gründen? Das hängt irgendwie auch zusammen, ja. Doch andere Gründe spielen auch mit rein. Und die wären? Anders gefragt, was glaubst du, was die Faszination von Berlin ausmacht für so viele Touristen, aber auch für ganz viele junge Leute, die da immer hinfahren, um da zu wohnen und zu leben? Also ich kann jetzt von mir sprechen. Also ich kann jetzt im Nachhinein sagen, was mich fasziniert. Und davor war es halt einfach so diese andere, die andere Stimmung, die da ist oder das andere Flair. Und ja, dass es mich da irgendwie dann hingezogen hat. Das war halt bei mir total ungeplant und wirklich total spontan. Es war jetzt nicht so, dass ich vorher schon jahrelang irgendwie gedacht habe, cool oder so, sondern wirklich komplett ohne Vorbehalt irgendwie oder so hin bin und dann erst dort das Schwärmen angefangen habe. Ja, also im Nachhinein würde ich halt einfach sagen, dass, oder
Das ist halt einfach die Geschichte und halt schon diese, ja, diese spezielle Geschichte von Berlin und die Teilung und dass man das einfach bis heute merkt und das ist alles, was es mit sich gezogen hat, dass dann die Mieten auch so billig waren und einfach durch die leerstehenden Häuser, wo halt so viele Leute nach dem Mauerfall dann einfach weg waren und diese ganze Stadtteile mehr oder weniger, also halt echt viele Häuser leer standen und das dann wieder Künstler und andere Leute angezogen hat, halt einfach Leute, die Lust hatten auf Projekte und alternativen Lebensentwürfe oder so, die halt dort dann endlich machen konnten, mehr oder weniger, was sie wollten, sich ausprobieren konnten, weil halt schon mal dieses, ja, dieses ständige Geld scheffeln und Miete abbezahlen irgendwie schon mal wegfiel und das macht halt so viel aus und was das mit einer Stadt macht, finde ich erstmal wahnsinnig faszinierend. Und was ja bei Berlin halt auch noch dazu kommt, ist einfach diese, dass es ja ganz lang keine Wehrpflicht gab und da deswegen ganz viele, die halt keinen Bock hatten auf Wehrpflicht, dann dahin sind, um dem zu entgehen, was ja auch schon eine Haltung mit sich bringt. Also da trifft sich dann so ein Menschenschlag, das hat sich halt so summiert, also in Kriegsdienstverweigerer oder halt diese Bundeswehr. Nichtmöger, das finde ich jetzt schon mal sympathische Leute und dann halt auch noch eben, dass man eben bis heute merkt, dass da einfach damals wahnsinnig viele, ja, eher linke oder alternativere Leute hin sind und da halt versucht haben, irgendwas aufzubauen oder auch aufs aufgebaut haben und halt eine wahnsinnige Vielfalt einfach bis heute sich hält, obwohl natürlich jetzt auch die Mieten, gerade jetzt auch in den letzten 4, 5 Jahren ist ja auch wieder wahnsinnig viel passiert, irgendwie gestiegen sind. Wo ich jetzt schon wieder wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem neuesten Stand bin oder so, aber genau, also ich finde, das fand ich einfach so faszinierend, was das mit einer Stadt macht, wenn das halt wirklich so ein, wenn so ein anderer Geist so eine Chance kriegt und genau, und das lockt halt bis heute Leute an, dieses ganze Kulturelle und Vielseitige und bei mir war es dann eben auch so, dass ich da, als ich hingezogen bin und halt erstmal echt, ich kannte ja niemanden, also ich kannte 2 Leute in Berlin. Und also noch von der Schule und mehr halt überhaupt nicht und habe dann aber ziemlich schnell da Leute kennengelernt und hatte auch eine wahnsinnig nette WG und bin dann am Anfang echt allein einfach viel spazieren gegangen und das dann nicht wie München oder wo ich halt die Erfahrung, die ich sonst hier gemacht habe oder halt so kannte, dass dann halt nichts ist und man passiert halt immer genau das, was man sich vorgenommen hat. Wenn man in München einkaufen geht, dann geht man einkaufen und dann kommt man zurück und hat Mehl gekauft. Und wenn man in Berlin einkaufen geht, also ich weiß noch, wie ich das damals so empfunden habe, dann ist halt auf dem Weg dahin zum Supermarkt sind irgendwie, hatte ich schon wieder, als ich heimkam, 3 Geschichten zu erzählen, was ich irgendwie außergewöhnlich fand und weiß ich nicht, irgendwelche Künstler auf der Straße, die jonglieren oder irgendwelche, seien es auch irgendwie abgefuckte Leute, die halt fertig sind und irgendwas erzählen oder eine Offenheit an der Kasse, dass man ins Gespräch kommt. Also es waren so viele Eindrücke und so viel Zeug, was immer noch diesen Geist, was natürlich auch einfach eine Großstadt mit sich bringt, das ist natürlich auch wahrscheinlich echt, was eine kleinere Stadt von einer größeren Stadt unterscheidet, spielt natürlich auch mit rein. Es ist wahrscheinlich nicht alles nur Berlin, aber einfach dieser, ja, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, was dass da einfach die Facetten und Vielschichtigkeit und ja, mein gut, es bringt auch natürlich viel Armut mit sich und dass die Stadt halt jetzt, dass halt die ganze Gegend jetzt nicht so reich ist wie in Bayern oder so, was dann wieder ein anderes Selbstverständnis oder eine andere Stellung oder Einstellung zu sowas mit sich bringt. Ja, also einfach eine solidarischere Haltung oder so. Also das war so mein Eindruck, einfach so ein allgemeines, freundlicherer Umgang, worauf auch immer man den jetzt zurückführen mag. Aber ja, das wären so meine gröbsten, kurz zusammengefassten Sachen, die ich jetzt erstmal entziehen kann. Also ich könnte noch ausholen, aber genau. Ja, vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Ich bin mal gespannt, was unsere Gäste dem noch hinzufügen können. Bis später. Schlesisches Tor. Ausstieg rechts. Endlich angekommen in Berlin-Kreuzberg kümmert sich Eva um das Abendprogramm, während ich mich auf den morgigen Tag und David Hasselhoff vorbereite. Und Jackpot, Phil ist in der Stadt. Ja, genau genommen wohnt er da auch, aber er spielt auch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer oder was ist ein Phil, dann seid ihr wahrscheinlich erstens keine Berliner und zweitens habt ihr schon mal ganz schön was verpasst, aber keine Sorge, dafür sind wir ja da.
Er ist nicht nur auf den Kleinkunstbühnen Deutschlands als Singer-Songwriter-Comedian unterwegs, er zeichnet auch Comics. Er war zum Beispiel über 30 Jahre lang mit seinen Figuren Didi und Stulle im Berliner Stadtmagazin City vertreten. Und dafür in gesammelter Form bei Reprodukt erschienen, hat er beim Comicfestival München zum Beispiel auch schon den Peng-Preis bekommen. Außerdem ist Phil ein echtes Berliner Urgestein und aufgewachsen in West-Berlin. It was a city of deep secrets and extreme moods, wild and gloomy, hedonistic and doomed, utterly frivolous and deadly serious. Like Manhattan or Hong Kong, it was an island. It had that frantic energy, that intensity of a small place at the center of the world. But this was a man-made island, a blue dot in a red sea, a tiny western fortress within East Germany. As such, there was no real practical reason to live here. No industry to speak of. No jobs or real communities other than the Turkish enclave or the squats. You didn't see families strolling around or kids in the park. You didn't see middle-aged office managers or factory workers on the U-Bahn heading home. You saw the young and the old. Those who were left from the old days. The survivors of the war. The youth who ran wild here, seizing the streets like packs of stray dogs. Rent was cheap, if you even paid rent. There were lots of squatters, drifters, and punks. The West pumped money in to support the arts, and the music scene was thriving. West German men didn't have to do military service if they resided in Berlin. As a result, every wanderer and would-be artist, every political, radical, or club kid or druggie in Europe would eventually end up here. It was a city of nightclubs and art galleries. It was as if the parents, the grown-ups, who ran the world from Washington and London and Frankfurt, had gone out and left the kids alone with no babysitters. Ja, einer dieser Kids ohne Babysitter war eben Phil. Er hat selber schon zwei Bücher geschrieben darüber, wo er auf unterhaltsamste Art und Weise seine Jugend und seine Kindheit in West-Berlin beschreibt. Und deswegen, wer wäre ein besserer Gesprächspartner für unser Berlin-Special als Phil? Ja, herzlich willkommen zurück bei unserem Berlin-Special vom Tele-Stammtisch. Und wir sitzen hier gerade im Backstage-Bereich nach der Phil-Show mit keinem Geringeren als Phil. Servus! Hallo! Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast, trotz Freunde, Familie, alle hier, denn du bist ja ein echter Berliner. Das ist richtig. Genau, thematisch sind wir hier wegen dem David Hasselhoff im Hörspiel, worum es ja, haben wir schon gerade gesprochen, um den Mauerfall geht und so weiter. Und ja, du als Berliner Kindl, erinnerst du dich, was du am 9. November 1989 gemacht hast? Natürlich, selbstverständlich. Ich erinnere mich, dass ich in meiner schmierigen WG wohnte. Und es war ja damals so, in den 80er Jahren hatten wir, wir sind ausgezogen von zu Hause, wir Punks, die wir waren, und wir hatten keine Fernseher. Unsere Eltern hatten Fernseher, wir hatten auch kein Internet. Das heißt, wir haben uns einfach dann so abgeschlossen von der bürgerlichen Medienwelt. Ich habe zum Beispiel nie Boris Becker spielen sehen oder das ganze Zeug. Und wir hatten schon Fernseher, wir hatten diese kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, die man so drehen konnte, irgend so ein Dreck aus den 60er Jahren oder so. Sowas hatten wir. Und ich habe meinen, ich weiß, ich saß in der Küche, war alleine und habe meinen Schwarz-Weiß-Fernseher, meinen kleinen Fernseher angemacht. Und in so einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher sieht ja alles irgendwie mythisch aus. Du kannst nicht schnell erkennen, ob das jetzt ein Film ist oder News. Weißt du, du siehst ein Italo-Western und es könnte jetzt aber auch so ein Bericht sein über Brandenburg oder so. Ja, genau. Und dann sehe ich halt diese Typen, die die ganze Zeit... Die gehören doch hier gar nicht hin. Die ganze Zeit irgendwie langlaufen und interviewt werden. So, na, und wie ist hier im Westen? Ja, wir auch für den Super. Und dann denke ich, das ist eine Comedy-Sendung. Und blende so weiter und sehe, das ist auf allen Kanälen, und konnte es aber trotzdem nicht fassen, weil nämlich die Welt durch diesen Schwarz-Weiß-Fernseher hatte eben immer diese ironische, surreale Metaebene. So haben wir die Welt gesehen. Wir haben Lindenstraße geguckt und haben da eine Tiefe gesehen von so einem italienischen Realismus, die sie nicht hatte. Und so hatte das für mich eben auch sowas, ich dachte, das kann jetzt nicht passieren. Ich habe direkt an der Mauer gewohnt, meinte, das ist jetzt dem anderen. Bin ich auf mein Fahrrad, bin da hingefahren und dann war die Mauer auf.
Und dann bin ich auf die Mauer geklettert, stand auf der Mauer und habe dort auf der Mauer ungelogen meine allererste Freundin wieder getroffen, die mir das Herz gebrochen hat. Es war so ein romantischer Moment. Wir stehen da oben auf der Mauer und auf der Ostseite kamen auf einmal Soldaten mit Gewehren und haben auf uns gezielt. Wo ich dachte, was dachte ich denn? Das Absurde war, ich bin mit der DDR aufgewachsen und dachte, DDR, mach keinen Scheiß mit der DDR. Die haben mich ganz oft nicht rübergelassen als Punk. Ich habe mir die Haare runtergekämmt, aber die haben mich oft in so einen Raum, ich musste mich ausziehen, mein ganzes Zeug zeigen. So viel Ärger mit denen gehabt, habe Angst gehabt, bei Rot über die Straße zu laufen in Ost-Berlin. Aber ich stecke einfach auf die Mauer, weil alle das machen. Ja? Und dann auf der Westseite waren gleich von Anfang an schon so Faschos. Da waren so Skins, wir hatten in den 80ern echt viel Skins, auch in West-Berlin. Und ein Typ hat mit einem Vorschlaghammer auf die Mauer eingeschlagen, auf der wir alle standen. Es war eine komplett absurde, surreale Situation. Ah, jetzt bin ich ganz baff. Was hast du denn am 31. Dezember 1989 gemacht? Weißt du das noch? Da habe ich wahrscheinlich Silvester gefeiert, würde ich mal sagen. Also ich weiß, dass wir gleich am nächsten Tag sind wir in Osten. Wir waren viel im Osten und wir haben uns dann mit den Leuten aus dem Osten verbrüdert, soweit es ging. Ab und zu hat mal schon damals einer gerufen, Herr Hitler. Das war immer irgendwie dieses Fascho-Ding, schwebte von Anfang an für mich so ein bisschen mit, leider. Und ich komme ja aus dem Märkischen Viertel, das ist ja so eine Neubausiedlung im Norden der Stadt, ist von drei Seiten von der Mauer eingekästelt. Das war halt für uns total abgefahren, auf die andere Seite zu gehen, wo alles total dörflich war auf einmal. Da waren dann so Kühe und Wälder. Und dann haben wir Ostler kennengelernt, die meinen, ja, wir haben das schon gesehen, wie die neue Hochhäuser da kamen. Wir dachten, die Westler spinnen. War eine gute Zeit irgendwie am Anfang und dann ging es aber schon ganz schnell so ein bisschen so, bist du Ausländer? Und also waren auch ziemlich viele Hohlbirnen, muss ich sagen, darunter. Das wollte ich auch noch fragen. War das so das erste Gefühl wirklich, war das reine Freude oder war es schon ziemlich schnell so durchmischt mit irgendwelcher Skepsis oder dieses, weiß nicht, so ein wir schaffen das Ding, was dann ja viel später dann erst gesagt werden musste, weil erst war es ja nur euphorisch eigentlich, aber waren dann bis auf dieses Erlebnis jetzt natürlich, dieses kleine Zwischenerlebnis mit dem Gewehr, aber ansonsten aus deiner persönlichen Sicht war das freudig erstmal und dachtest geil oder dachtest du, wer sind die oder weißt du so schon? Also da ich Familie im Osten habe, habe ich jetzt nicht gedacht, wer sind die? Ich war auch oft im Osten, ich habe auch mein ganzes Schulzeug und mein Malzeug habe ich mir im Osten gekauft, schweinischerweise am Ölfarben hat die Tube 70 Ostpfennig gekostet und so. Und mein Freund hat im Osten studiert, Schauspiel, und ich kannte zum Beispiel Leander Hausmann und diese ganzen Vögel und war mit denen auf so illegalen Hauspartys und so und fand diese Ostszene den Hammer. Also diese Künstlerszene und dass da gute Leute sind, war mir völlig klar. Was ich krass fand, war jetzt nicht, also klar, ab und zu mal ein Nazi, aber den hattest du im Westen auch. Das war die 80er, das vergisst man gerne. Da waren im Westen, hatten wir ein riesiges Skinhead-Problem. Wir waren beim Pokes-Konzert und dann kommen die Skins und mischen das auf. Das war nicht nur im Osten, das war im Westen genauso. Was ich krass fand, war, dass am ersten Tag, am 10. November war schon der Grenzübergang Bornholmer Straße plakatiert mit Test-West-Plakaten und mit irgendeinem Scheiß. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Sofort war da die Werbung und was mich total abgeturnt hat, war, dass Kohl das so auf seine Kappe sich selber geschrieben hat und dass das so vereinnahmt wurde, dass der Osten, ich hätte mir gewünscht, dass wir zwei freundliche Regime haben, ja. Und ich weiß, dass die Ostler im Grunde genommen Ostintellektuellen oder die Bürgerrechtler das natürlich auch wollten. Die wollten jetzt nicht eingemeindet werden von der BRD. Und das zu sehen, dass die überhaupt keine Chance haben. Also ich habe jetzt nicht gedacht, was kommen hier für Idiotenfaschos rüber, sondern ich habe gedacht, scheiße, die lassen sich voll einkaufen. Und so ist es auch gekommen, natürlich. Ja. Und das war dieses blühende Landschaften, den Scheiß haben wir jetzt davon, diese falschen Versprechungen, die da gemacht wurden und dann die ganzen Industrien zumachen. Ja. Das hätte aussterben. Genau. Das war ja alles für uns, die wir nicht besonders gebildet waren, völlig klar zu sehen, dass das passieren wird. Und so kam es. Schaut, so toll ist es ja hier gar nicht, aber Zigarettenwerbung. Ja, ich wollte mit dieser Frage zu Silvester schon so ein bisschen, es tut mir leid, dass ich jetzt dieses politisch-geschichtliche Ding hier so ein bisschen einen Bruch mache, aber da war ja noch jemand anderes auch in Berlin, der ja morgen auch in Berlin ist.
Genau. Also auf dem David Hasselhoff-Konzert warst du nicht gehört daraus. Also David Hasselhoff ist tatsächlich, das waren Parallelgesellschaften, seine und meine, muss ich sagen. Ich kannte ihn natürlich aus Baywatch, hab aber nicht wegen ihm Baywatch geguckt. Und keine Ahnung, er war definitiv da, aber das habe ich alles nicht so mitgekriegt. Aber es ist auch was, wo man dann erst im Nachhinein vielleicht drüber schmunzeln kann und in dem Moment, wo es passiert, also mir ging es so. Mich hat er als Kind, also als ich ganz klein war, fand ich ihn irgendwie gut aussehend und cool. Ich glaube, so in der zweiten Klasse war ich in ihn verliebt, in Knight Rider und so, aber eher in die Stimme vom Auto. Und später fand ich ihn irgendwie, ein bisschen peinlich. Und jetzt im Nachhinein finde ich es halt witzig und finde es dann irgendwie auf eine Art, denke ich ja, das meint er auch ironisch und finde es ganz cool. Also ich glaube, viel findet man dann auch besser, wenn man es im Nachhinein sieht. Deswegen finde ich es jetzt morgen auch ganz spannend eigentlich. Also leider muss ich sagen, ich habe nichts gegen den. aber ich kann auch nicht viel dazu sagen. Also das ist halt, das habe ich ja alles nicht so mitgeschnitten. Also was der so macht, auch Knight Rider habe ich nie gesehen. Das ist wie gesagt genau meine Punker-Black-Hole-Phase, in der ich kein Fernsehen geguckt habe. Wo man jetzt auch nicht unbedingt sowas geschaut hätte vielleicht. Also als Kind hätte ich es natürlich geguckt. Ja, das ist halt, also für mich war das dann sowas wie Roger Moore. Stimmt, du warst ja schon eher so in den 20s. Na klar, ich war schon 23. Ja, und trotzdem versuche ich nochmal einen charmanten Übergang. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr du dich mit hier dem Herrn Hasselhoff auskennst, aber siehst du Parallelen zwischen euch? Naja, also was ich witzigerweise sehe, die Leute, die in den 80ern halt andere Wege begangen sind als ich, dass wir dadurch, dass wir alle älter werden, wenn wir das schaffen, und nicht sterben, dass wir uns irgendwie auch annähern. Also zum Beispiel hatte ich auch immer... Also habe ich auch später Sympathie gehabt mit Michael Jackson. Dachte, ach, der arme Michael, der gibt sich so viel Mühe, der will noch relevant sein. Genau wie ich. Jetzt mit den Kindern, keine Ahnung, ob das jetzt so war oder nicht. Ich maße mir da nichts an. Aber so als Showtyp, ne? Da haben wir gedacht, der will eine gute Show machen. Michael ist ja jetzt, also clean ist er nicht. Er hat ja auch Drogen genommen. Bei Hasselhoff weiß ich, keine Ahnung. Irgendwie denkt man, wir kämpfen uns alle so durch, wir werden 50, dann werden wir 60. So stelle ich mir David Hasselhoff vor. Hat bestimmt viel Geld gespart. Warum tut er sich das an? Ich weiß, dass David Hasselhoff mit Thomas Gottschalk zusammen irgendwie in den 90ern so eine komische Motorrad-Serie gemacht hat. Die habe ich geguckt wegen Gottschalk. Und Gottschalk ist ja kein guter Schauspieler. Und ist auch ein Fremdkörper in dieser Serie, die da irgendwie in Miami spielt und die sind irgendwelche Kopfgeldjäger oder irgend so ein Scheiß. Oder so Ritter, ich glaube, das sind irgendwie Ritter oder so. Irgendwie ist es extrem schräg. Ja. Jedenfalls auch Gottschalk, also die ganzen Leute, sagen wir mal so, wenn sie alle älter werden, ja, dann nährt man sich so an, denkt, guck mal, jetzt sind wir alle alt. Jetzt sind wir alle bedeutungslos, jetzt werden wir alle kalt gemacht von irgendwelchen Hip-Hopern, kulturell Relevanz schwindet. Und so gesehen empfinde ich Kameradschaft mit dem alten Hasselhoff, der sicher versucht, auch noch irgendwie was zu reißen. Okay, ich dachte, du sagst das gute Aussehen und das Multitalent, also das Unterwegssein in vielen Genres, weil du bist ja nicht nur, also David Hasselhoff ist Schauspieler, Sänger und jetzt auch Hörbuchschreiber und du bist ja Comiczeichner, Entertainer und auch Schriftsteller. Du hast ja, ich habe ein Buch von dir gelesen, ein sehr schönes Buch, Mitarbeiter des Monats, das ist ja das zweite schon, das erste kenne ich noch nicht, falls du es dabei hast, werde ich es dir später noch abnehmen. Pinkeln im Stehen oder so? Pullern im Stehen, ja. Genau, stimmt. Und ja, wie kommt es, dass du dich in so vielen verschiedenen Metiers ausprobierst? Machst du einfach, was dir Spaß macht oder was steckt dahinter? Naja. Oder die Angst. Die Angst, nicht relevant zu sein. Na, ein bisschen ist es schon so, dass ich, also ich habe, tatsächlich ist es alles nur Neid und Missgunst. Ich habe Comics geschickt an die City, an das Stadtmagazin, weil in der City ein Bericht war, damals der jüngste Comiczeichner Berlins. Und der war 13. Und der war total scheiße, fand ich. Und ich habe das gesehen und dachte, na gut, ich bin zwar 14, aber ich bin besser als der. Das war auch so eine Generationssache, wie jetzt mit Hasselhoff. Ja, irgendwie, ich habe mich geärgert, dass er der Jüngste ist. Ich wollte gar nicht Comiczeichner werden, aber ich dachte, das kann ich ja besser. Und dann habe ich Comics an die City geschickt und sie haben meine Comics gedruckt. Ich habe vergessen, dazu zu schreiben, dass ich erst 14 bin. Die haben meine Comics
glaube ich, 3 Jahre gedruckt, ohne mich zu kennen. Dann kam ich irgendwann vorbei, die dachten, ich wäre so ein 30-jähriger Typ. Und dann war ich halt 36 Jahre der Comiczeichner der City und so ist meine Comic-Karriere gestartet. Eigentlich auch nur, weil ich dachte, ich bin doch besser als dieser Typ. Auf die Bühne bin ich auch nur irgendwie gekommen, weil ich eine Frau gut fand, die mich gefragt hat, ob ich bei ihnen im besetzten Haus aus meinen Comics vorlesen will. Und ich dachte, ich will die kennenlernen, vielleicht, wer weiß, ja, und war irgendwie verknallt und hing dann mit der ab, in diesem fucking besetzten Haus, hab gesehen, na, da kann ja jeder irgendwas machen, da ist so ein Künstler, nee, gab's alles nicht, und hat auch nicht geklappt. Und so bin ich auf die Bühne gekommen und geschrieben habe ich tatsächlich nur, weil ich gedacht habe, es kann nicht wahr sein, dass jetzt so eine Hohlbirne wie Charlotte Roche schreibt jetzt ein Buch und alle kaufen das. Das kann ich auch. Das war wieder dieses. Genau, ich kann es auch. Da habe ich meinen Pull an dem Stehen geschrieben, habe versucht, es auch so vulgär zu schreiben, wie ich dachte, dass ihr es ist. Ich habe es nicht gelesen, weil ich dachte, da ärgere ich mich nur. Und wurde kein Erfolg. Habe ich ein zweites geschrieben. Wurde auch kein Erfolg. Jetzt schreibe ich das dritte. So geht's schreiben. Einfach immer hoffen, dass was Besseres kommt. Ja, vielen Dank, dass du meine relativ langweilige Frage jetzt so cool beantwortet so lange hast. So relativ langatmig beantwortet. Nein, es war eine schöne Alles Geschichte. Zufall. Mein großer Held Lemmy Kilmister hat gesagt, von Motorhead, ja, er meinte, wir wollten eigentlich einen Sänger. Wir wollten einen Sänger und 2 Gitarristen. Ein Gitarrist ist abgehauen, ich wollte eigentlich Gitarre spielen, dann musste ich Bass spielen, dann habe ich gesungen, wir hatten kein Mikro, also musste ich laut singen, dadurch bin ich heiser geworden, jetzt bin ich der Sänger. Er meint, alles in deinem Leben sind Zufälle. Und immer gut, wenn man nicht so viel nachdenkt, ob und warum und dort danach. Weißt was du jetzt auch tust, wo du, also wenn man dein Bühnenprogramm kennt. Nicht viel nachgedacht. Mit diesem, dieses ab 50 ist alles egal, man macht einfach so. Ne? So sieht's aus. Diese Weisheit hattest du schon. Vor allen Dingen habe ich rausgefunden und gelernt, dass das Gehirn ein Panikorgan ist. Das Gehirn ist jetzt nicht zum Nachdenken da, sondern das Gehirn ist dazu da, oh Gott, ein Löwe, oh nein, ein Panther, oh Gott, da geht's steil runter. Das Gehirn soll dich nur hinweisen auf Probleme und Sorgen und Nöte. Deswegen, wenn du dich hinsetzt und denkst, was könnte ich denn mal machen? Was könnte ich denn für ein interessantes Buch schreiben? Dann sagt dein Gehirn, wieso denn Buch? Das klappt doch nicht. Das wird niemals was. Wer soll das kaufen? Das Hirn sagt dir nur Probleme. Deswegen, je weniger du nachdenkst, du siehst ja auch die Leute, meinetwegen Till Schweiger, die viel machen. Denk nicht viel nach. Siehst du ihn an? Hasselhoff, da sind wir auch eins. Kein Denker. Ich auch nicht. Sehr cool, wo du gerade gesagt hast, irgendwie mit Buch auch und so und da war kein Erfolg. Was hältst du denn davon, jetzt hier, wo wir eben morgen das neue Hörbuch von David Hasselhoff, vielleicht ist es die Zukunft. Wie schaut's aus? Wieso gibt's dein Mitarbeiter des Monats? Ich würde so gerne ein Hörbuch davon hören, weil du bist ja auch ein, wie sagt man, unterhaltsamer Sprecher. Kann man nicht anders sagen. Aber ich habe ein Hörbuch gemacht zu Pullern im Stehen, habe versucht, das zu lesen mit einer gewissen ironischen Distanz. Mit einer Metaebene, die ich dachte, die ein Schreiber haben muss, sozusagen so, liest das, als wäre es nicht dein eigener Text. Liest so ein bisschen verwundert, so, was habe ich denn da geschrieben? Und liest nicht mitreißend, liest stoisch, irgendwie, also kurz gesagt, dieses Hörbuch ist unhörbar. Also man kommt zu sehr ins Nachdenken. Es ist richtig scheiße. Du denkst, was stammelt sich der Idiot da einen ab? Und das hat mich dann so ein bisschen demotiviert. Und dachte ich, dann mache ich vielleicht Hörbücher nicht. Außerdem finde ich, ein Buch ist verdammt nochmal zum Lesen. Was sind wir denn? Analphabeten? Bist du Bibi Blocksberg? Das muss ja nicht sein. Ja. Man betont genau. Ja immer selber ganz gut. Wenn man den Sprecher kennt, dann betont der Kopf ja für einen genau. Ganz gut. Ich hätte zumindest noch eine kurze Frage, ob du mal wieder eins meiner Lieblingslieder mit den Westlern in den Straßenbahnen schien. Ja. Das hat mich sehr erfreut vor 8 Jahren und würde jetzt, glaube ich, es wieder. Genau, vielleicht kannst du das mal wieder einbauen. Oder passt das nicht mehr in die Zeit jetzt? Naja, es ist letztens ist einer da tödlich verunglückt. Ach so, okay. Und ich meine, muss man noch ein paar das Monate will man warten. Natürlich, genau. Ich habe am nächsten Tag das gesungen hier. Scheiße, gerade mit den Rollern jetzt hier auch. Wusste ich nicht. Ja, es ist halt. Es ist immer die Frage, was ist gerade für eine Zeit. Also wenn ich zum Beispiel so Lieder singe gegen die Westler, die Prenzlauer Berg übernehmen, ja, dann ich versuche das ja so zu singen aus einer Heiterkeit heraus. Aber manchmal ist die Stimmung hier richtig hasserfüllt. Also dass du hier so, hier waren schon so Plakate Schwaben raus. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, meine Schwabenwitze zu machen. Ja, ich finde eben auch, es ist nicht witzig, wenn es wirklich faschistoid wird. Deswegen halte ich mich da so ein bisschen jetzt gerade zurück, weil es ist auch so ein durchgekautes Ding.
Ja. War vor 8 Jahren war es ja auch noch, da gab es noch so Wohnungen, die bezahlbar waren. Mittlerweile ist es, glaube ich, eher zum Weinen. Vielleicht ist es dann auch wirklich zu ernst. Na, weißt du, das so, diese, krass ist. Da ist der Prozess so fortgeschritten. Ich will jetzt keinem Hoffnung machen, aber so schlimm. Wir haben gerade jetzt eine Wohnung gesucht und auch eine gefunden. Man muss lange suchen und man muss auch nicht unbedingt die gängigen Wege mit fucking Immo-Scout, ja, du suchst dir deinen Partner ja hoffentlich auch nicht bei Tinder. Einfach mal versuchen, also es gibt zum Beispiel meine alte Wohnung wäre jetzt wieder frei und die ist mega billig, aber die ist schon weg. Die ist schon weg. Aber sowas gibt's auch. Einfach Leute, die ausziehen und sagen, hier ist die fucking Wohnung. Das geschieht auch noch. Es ist halt nicht, es wird dir nicht hinterhergeschmissen und so. Auch ganz gut, wenn man das nicht unterstützt, dieses Immo-Scout und so, ne? Mit den ganzen. Ganz wie genau, nennen, diese Schweine. Immos. Ja, wie sind wir jetzt hier gelandet? Wohnungstipps mit Phil aus dem Backstage-Bereich des Kuckuck. Einfach mal ein bisschen suchen. Richtig. Ja, meine Abschlussfrage hast du eh schon selber beantwortet, nämlich was können wir erwarten von dir als nächstes? Du schreibst ein neues Buch. Ich schreibe ein neues Buch. Es heißt Worte über Orte und es sind Reisen, die Reisen des Phil. Es sind auch, kommt auch München drin vor und Hamburg, Prero, alle Orte, wo ich immer hinfahre. 10 Jahre buntere Reiseabenteuer mit mir. München mit Verniedlichungsform. Ja, genau, München. Ja, das kleine München. Okay. Ja, dann, ich hätte noch so viele Fragen, aber das schieben wir so aufs nächste Mal. Zum Beispiel Comic-Song Erlangen bist du ja auch immer gerne. Irgendwie, wenn es natürlich mal wieder klappt, egal ist. Du bist immer ein gern gesehener Gast hier beim Telestammtisch und natürlich auf dem Festival in München, in Erlangen. Und was rede ich überhaupt? Ich freue mich einfach, dass es geklappt hat und ich verabschiede mich. Vielen Dank. Dito. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Ja, vielen Dank nochmal an unseren spontanen Überraschungsgast Phil für diesen unterhaltsamen und gleichzeitig informativen Auftakt bei unserem Berlin-Special. Checkt auf jeden Fall mal seine Sachen aus. Wir packen die Homepage in die Shownotes. Da findet ihr alle Bücher, Comics und vor allem Live-Termine. Das müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen, wenn ihr das bisher nicht getan habt. It was a cold and grim Berlin afternoon, like all Berlin afternoons seem to be. It got dark early in that northern city, and it got light late. And even then, the day was filtered dimly through a roof of clouds that seemed to hang over your shoulder all the time, to hide the sun and wreath the moon and wrap around the city like a shawl of woven mist, a gray cloak ornamented with the occasional dim star, or, here by the wall, bright searchlight. It was the same mist that seemed to lurk around every corner, to breathe on your neck, to chill your bones. Nächster Morgen, 10.30 Uhr, Eastside Gallery. Ganz so schlimm, wie es David da in seinem Hörbuch beschreibt, ist es heute zwar nicht in Berlin, aber ein bisschen windig und ungemütlich ist es schon, als ich da bewaffnet mit Aufnahmegerät, Handykamera und einer Schallplatte stehe und warte. Die Schallplatte ist eine original 89er Looking for Freedom LP von meinem allerersten Konzert. Im Gegensatz zu Phil war ich Anfang der 90er nämlich kein Punk, sondern ein kleiner Hosenscheißer auf den Schultern von meiner Mutter bei meinem ersten Konzert bei David Hasselhoff in München-Riem. Neben mir warten noch ca. 50 weitere Journalisten mit richtigen Kameras und Mikros bewaffnet in einem abgesperrten Bereich zwischen zwei bunt bemalten Abschnitten der Berliner Mauer. Alle versuchen einen guten Platz für Fotos und Interviews mit The Hoff zu ergattern, der um 11 hier eintreffen soll. Ich darf hinten im Radiobereich Platz nehmen, wo ich mir zum Glück die Wartezeit mit den netten Kollegen Sandra von Hitradio SKW und Timo von Deutschlandfunk Kultur vertreiben kann. Grüße an dieser Stelle. Letzterer ist für die Sendung Kompressor vor Ort und versucht schon vor Hasselhoffs Ankunft ein paar Stimmen und Infos zum Hörbuch einzufangen. Da ist der Telestammtisch natürlich wie immer kompetent und bestens informiert zur Stelle. Je mehr ich über die Handlung gelesen habe, desto verwirrter war ich eigentlich, muss ich zugeben. Also das war ein unglaubliches Kuddelmuddel. Er wird da drin irgendwie vorkommen, wie er Musik macht, kurz vor dem Mauerfall. Dann geht es darum, dass es einen CIA-Agenten gibt, der ihm wahnsinnig ähnlich sieht. Und es geht auch um einen Stasi-Schurken. Ich habe mir Hilfe geholt. Wir waren ja eine große Journalistenschar. Ich stand dort unter anderem mit Andi vom Podcast Telestammtisch und habe gesagt, sag mal, Andi, kannst du das vielleicht mal irgendwie...
griffig zusammenfassen, worum es hier eigentlich geht? Also es war sehr pulpig, kann man sagen. Es ist ja so ein typischer Agenten-Thriller irgendwie mit Sex und Gewalt. Ich denke mal, das kann man verraten, dass General Hödel, ein Stasi-General, sich mehr oder weniger, falls es zum Mauerfall kommt, an den aus seiner Sicht Verrätern rächen will, indem er eine Atombombe aus Berlin zünden will. Und diesen General will Nick Harper, der eben aussieht wie David Hasselhoff, aufhalten. Diese beiden werden bei ihrer Ankunft in Ost-Berlin verwechselt und so nimmt das alles seinen Lauf. So, und wie es jetzt ausgeht, das darf man natürlich nicht verraten. Aber was an dem Andi ganz gut deutlich geworden ist, wie gering der Unterschied war zwischen Journalist sein und Fan. Also diese Grenze hat sich wirklich aufgelöst. Andi zum Beispiel brachte eine Platte mit Looking for Freedom. Ja, das habe ich euch schon erzählt. Timos Beitrag, der übrigens auch sehr hörenswert ist, den verlinke ich euch in den Shownotes und auf das Hörbuch gehen wir später noch ein. Jetzt war erstmal der Moment gekommen, auf den alle gewartet hatten. Leider nicht mit Tim, aber dafür in einer schwarzen Mercedes-Limousine kommt er dann um die Ecke gebogen, steigt aus und spaziert erstmal winkend zu einem Pappaufsteller mit dem Cover seines neuen Hörbuchs, wo er erstmal für die Kameras posiert. Und nach dem Fotoshooting und ein paar Fernsehinterviews kommt er dann endlich zu uns herüber. Radio, German Radio? German Radio! Erstmal erzählt er, wie es sich anfühlt, wieder hier in Deutschland zu sein und was er bisher auf seinem Aufenthalt so erlebt hat. It's kind of overwhelmingly emotional. I did Schlagerboom the other day and I just did Carmen Niebel and everybody was crazy. And I did Fernsehgarten Garden and they were crazy for me and it was amazing, and it just showed that the song Looking for Freedom and a man who has emotion and a man who has heart is respected, and I respect that about the German community and in the Austrian community and the Swiss community and even America. It's all over the world, you know. I'm people come up to me and tell me that they love me. It's mostly men. Ich fühle mich nicht angesprochen. Dann erzählt er ein bisschen was über sein Hörbuch und wie es überhaupt dazu kam. Oh, the audiobook. No, they called me and they said, we'd like you to do an autobiography. And I said, I don't want to talk about myself and I don't want to say anything bad about my friends, about people that I know. Because everyone has a moment in their life that they're not really proud of and I'm not going to exploit that. And I said, can we do something about the fall of the wall? And they went, oh my God, sure. And I gave them a little sample of what I thought would work, you know, and then kind of went into a character and they loved it. And because I hooked up with a great writer named David Gordon and we wrote something that it's really good in English. You know, to be honest, I thought it was terrible. I gave it to my manager and to my press agent and I said, what do you think? I totally expected them to say, well, it's okay. They loved it. And then I got this great review. And then I went, I had no direction. I had no one to tell me how to do the voice of Greta or how to do the voice of Hildy or how to do the voice of Udo, who talks like this, who's a Stasi general and he's from Russia. But he has a German accent. And I had to figure out how to tell the story that is emotional and real and accurate. And I know it's accurate because most of my fans from the Hoff Army are from East Germany and they grew up there. And they told me that it's incredibly accurate. And so I'm happy about that. So in one way, it's educational, and another way, it's entertaining. So that's what my job is as an entertainer. Und dann fragt mir auch David, was er denn gemacht hat am 9. November 1989. I was at my home and I got a phone call from a man who told me that his name was Eugen and he passed away and he said to me, Eugen, when do you think the wall will come down? Oh, never, not in my lifetime. And then 3 months later it came down. Und wie wird David Hasselhoff das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls feiern? I'm going to celebrate by performing on in my concert tour October 3rd in the Brandenburg Gate and I'm bringing on Blümchen as a guest star and I'm bringing in a lot of people
who I'm doing business with, but mostly friends. My daughters are coming. It's going to be an absolutely insane, fantastic night, and it's a celebration of freedom because it's 30 years since November 9th, and you know, and that night will be October 3rd is a reunification day of Germany. It's almost 30 years, 29 years, and I chose that date and said I must play Berlin on that date, so we're going to have a great time. It's going to be an amazing night. Als sich David noch zu seinen Plänen rund um einen neuen Knight Rider-Film, für den ja sogar schon James Gunn im Gespräch war, befragen will, schleicht sich doch von links eine Journalistin rein und bevor ich meinen Ellbogen ausfahren kann, stellt sie diese noch nie dagewesene Frage. So what do you make of the myth that you brought the wall down? Are you, is it getting on your nerves or is it... Is what getting on my nerves? What? There's a rumor that you brought the wall down. People That's a rumor that I've answered maybe 30 times, and the answer is I had nothing to do with bringing down the wall, but I sang a song about freedom. Ja, hätten wir das auch geklärt, aber da kann man an Banalität schon noch eins drauflegen. What's your favorite thing about Germany? My favorite thing about Germany was that this is the last question. Oh weia. Naja, aber David Hasselhoff ist einfach ein Gentleman und beantwortet auch diese Frage noch höflich und erwartungsgemäß wie folgt. My favorite thing about Germany is the fact that after 30 years I'm still popular. I mean, it's amazing. And it's, you know, it's the same everywhere. It's amazing, I think, being the age that I am, 66 in Jahren, the funks is everywhere, you know? So I'm like, life begins at 66. Und nach diesen schönen Schlussworten und dieser kurzen Kostprobe von David Hasselhoffs Deutschkünsten sind die Interviews dann leider schon vorbei. Zum Glück kann ich mir noch meine Platte signieren lassen und so bin ich einerseits sehr happy, andererseits auch ein bisschen traurig, dass es nicht mehr zu einem persönlichen Gespräch gekommen ist oder zu einem One-on-One-Interview, wo ich noch investigativere und interessantere Fragen stellen konnte. Notiz an mich selber: Journalistenschule inklusive Nahkampfausbildung absolvieren. Aber die Trauer währt nur kurz, denn es wartet noch ein hochkarätiger Interviewgast auf uns. Denn was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, wer das Ganze in Deutsch synchronisiert hat. Hallo, ich heiße David Hasselhoff und ich war ein Spion. Zumindest habe ich einen gespielt. Nein, nicht in einer Fernsehserie, die Sie verpasst haben, oder auf einer Bühne in London. Und auch nicht in einem Film, der nur in wenigen Ländern im Kino lief oder vielleicht sogar ausschließlich auf DVD veröffentlicht wurde, weil der CEO der Firma, die für den Vertrieb verantwortlich war, im Bett seiner Geliebten an einem Herzinfarkt gestorben ist und die neue Holding, die den Laden mit Fremdkapital aufgekauft hat, von einem Haufen uninspirierter Idioten geleitet wurde. Für die Rolle des Nick Harper, den ich hier verkörpere, natürlich ist das nicht sein echter Name, ein Geheimagent und verdeckter CIA-Ermittler, der hinter feindlichen Linien operiert, wurde ich rein zufällig gecastet, ohne Drehbuch und Regisseur und mit Co-Stars, die mich tot sehen wollten. Keine Stunt-Doubles, keine nachgedrehten Szenen, keine von der Gewerkschaft vorgeschriebenen Arbeitszeiten und kein Catering. Dafür gab es echte Pistolen und richtiges Blut. Es war eine Rolle, die ich aus dem Stehgreif in den Straßen von Berlin gespielt habe, in den Tunneln unter diesen Straßen, in der Luft über den Stacheldrahtzäunen und den geheimen Räumen und Bunkern des Volkes sowie seiner Unterdrücker. Für diese Rolle bin ich auf die Berliner Mauer gestiegen und ich kann Ihnen sagen, ich habe sie mit so viel Herzblut gespielt, als ob es um mein Leben ginge. Denn das tat es. Und schon erkannt? Nach kurzer Verschnauspause geht's dann direkt weiter von der Eastside Gallery mit der U-Bahn zur französischen Straße, und zwar ins Hotel Regent, so spricht man es nämlich richtig aus, wo mich mein Interviewgast schon erwartet. So, herzlich willkommen zurück zu unserem Berlin-Special. Wir befinden uns jetzt in dem Regent-Hotel in Berlin-Mitte. Zugegebenermaßen ich etwas underdressed, aber zu meinem Interviewgast könnte das Ambiente nicht besser passen. Ich begrüße recht herzlich beim Tele-Stammtisch William Kohn. Einen wunderschönen guten
Mittag, Abend, Tag, je nachdem, wann ihr das hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Tatsächlich, wir sind im Hotel Regent, einem der schönsten Hotels in ganz Berlin. Und ich danke für die Blumen, aber ich fühle mich hier tatsächlich unglaublich wohl. Ja, ich weiß nicht, ob ihr an der Stimme wahrscheinlich schon erkannt habt. Den William Kuhn erkennt man natürlich aus Roach & Böhrmann und als stilsicheren Sidekick aus dem Neo-Magazin Royal. Heute ist er hier in seiner Rolle als Synchronsprecher und zwar für das neue Hörbuch von David Hasselhoff. Herr Kuhn, wie haben Sie denn reagiert, als Sie die Anfrage für genau dieses Projekt bekommen haben? Naja, hätte ich damals gewusst, dass dieser Moment so geschichtsträchtig wäre, hätte ich ihn mir noch besser aufgeschrieben. Im Prinzip war es, dass mein Manager mich anrief und sagte, Audible möchte gerne, dass du das Buch von David Hasselhoff sprichst. Und ich sage, ja Gerd, das ist lieb von dir, aber diesen April-Scherz, der kommt jetzt ein bisschen an dem falschen Datum. Sagt er, nein, das ist ernst. Sag ich, ja komm, verkohl wen anderen. Ich weiß, dass du das sonst nie tust, aber das wirklich nicht. Sagt, doch, es ist wirklich ernst. Dann sage ich, okay, dann kneife mich jetzt mal bitte. Ja, wie der Name des Hörbuchs schon sagt, Up Against the Wall, dreht sich das ja relativ grob um den Mauerfall. Wie haben Sie denn damals das Jahr 1989 und auch vielleicht den 9. November miterlebt? Sie sind ja in Wien aufgewachsen, habe ich gelesen. Wie haben Sie das verfolgt und was hatten Sie für eine Verbindung zu Berlin eventuell? Also, wie viel Zeit haben wir? Oha, gute Frage. Ich glaube, 20 Minuten. Gut. Also generell, um das ein bisschen zu präzisieren, ich bin in Wien aufgewachsen. Das wissen vielleicht der eine oder andere. Und wir hatten natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu den Russen, zum Osten. Denn damals war Österreich das einzige Land der Geschichte, das bisher von den Russen wieder freigegeben worden war, wo sich die Russen, nachdem sie das Land besetzt hatten, wieder zurückgezogen hatten. Das gab es bis dato nicht. Das war mal das eine. Und das andere war, dass es natürlich von da, wo wir wohnten, bis zur Grenze, also bis zu den Russen, ich sag's mal so, 30 Kilometer war. Man konnte das bei klarem Wetter sehen. Und das ist natürlich für einen jungen, heranwachsenden Menschen, diesen Ostblock so nahe zu haben, auch immer etwas spannend gewesen. Es war immer so auch ein ganz zartes Unwohlsein nach dem Motto, wie wird's werden? Ja, und wir hatten ja damals, es war später dann, den Fall, wo wir aus dem damaligen Ostblock noch das Erdgas bezogen haben. Also es wurde eine Pipeline gelegt. Bis dato war Österreich durch die Kokereien mit Leuchtgas versorgt. Ja, also Wien, ja. Und da wurde dann doch sehr lange und sehr ausgiebig darüber diskutiert, ob man das Risiko denn eingehen kann, mit dem Ostblock Lieferverträge zu schließen. Und so da hat der damalige Außenminister Eberhard Buseck dann mal in einer Pressekonferenz lapidar gesagt, schauen Sie, meine Herren, entweder die Russen liefern oder sie kommen. Also das ist so ein bisschen das Umfeld gewesen, in dem ich da aufgewachsen bin. Und ich war eben doch auch relativ häufig immer wieder im Osten. Will sagen, durch meinen Vater, der da immer wieder Sommerkurse gab und auch weil wir Freunde in Dresden und in Leipzig und in Berlin hatten und die auch immer wieder besucht haben, was von Österreich aus deutlich leichter ging. Da gab es den Vindobona Express über die Tschechei und man war da an der Grenze nicht so exponiert, wie jetzt, wenn man direkt von Westdeutschland rüberkam. Und ich habe halt dadurch die DDR auch wirklich in allen Formen kennengelernt, mit dieser auch ständigen Bedrohung eigentlich. Es war für mich, bis heute ist diese Erinnerung daran immer so, der Blick über die Schulter, das Gefühl, du musst sehr aufpassen, was du sagst, weil du weißt nicht, ob dieser sich dir als Freund gebende Mensch nicht doch ein informeller Mitarbeiter ist. Ja, also ich bin ganz sicher, bis heute meine Akte nicht gelesen, aber ich bin ganz sicher, dass da einige Namen drin stehen von Menschen, die ich für vertrauenswürdig gehalten habe. Bin ich ziemlich sicher. Aber gut, das waren die Verhältnisse. Es war plastisch wie in Animal Farm. All animals are equal, but some are more equal. Ja, und das war spürbar auf Schritt und Tritt. Ja, und für mich war es eine Sache, die ich heute vielleicht auch noch sagen darf. Ich hatte damals
unter den Freunden in Dresden eine Frau kennengelernt, ein junges Mädchen, bildschön, eine begnadete Musikerin. Ja, also wirklich so jemand, der, ja, wo meine Mutter gesagt hätte, sie hat sie ja nie kennengelernt, das ist jetzt die Richtige für dich. Ja, und ich habe sie sehr geliebt, aber sie sagte mir relativ schnell, du, das mit uns, das schlagt dir aus dem Kopf. Ich würde gerne, aber wenn ich jetzt rüber mache, verliert mein Vater seinen Job, wird mein Bruder aus dem Gewandhausorchester ausgeschlossen. Die ganze Familie kommt in eine große Krise, in große Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, was sie mit uns machen. So gern ich würde, nein. Und das war relativ hart zu verdauen. Das muss ich ehrlich sagen. Das fand ich nicht wirklich cool. Und ich habe sie dann auch mal wieder besucht und da hat sie mich dann zum Palast der Tränen begleitet, zur Friedrichstraße. Und es war 11:55 Uhr. Ich musste 0 Uhr draußen sein und zwar pünktlich, wehe eine Minute später. Das hätte ein Riesenkabarett gewesen, selbst wenn ich davor gestanden hätte. Ja, also 59 beim Grenzer. Und vielleicht war es auch 10 vor. Ja. Sie lag in meinem Arm und ich habe noch keine Frau so bitter weinen erlebt, die dann sagte in ihren Tränen, William, was habe ich nur verbrochen, dass ich hier im Gefängnis bleiben muss? Ja, und das sind so Erlebnisse, wo du einfach weißt, diese Mauer war kein Spaß. Das war kein Spaß. Menschen haben ihr Leben davor gelassen. Und dieser Zwang, diese Einschränkung, du darfst hier nicht raus. Ja, und diese doch zum Teil wirklich miesen Lebensverhältnisse, ja, wo es nichts gab, wo es immer wieder man gespart. Es war nicht schön. Es war nicht schön. Ja, vielen Dank für diesen persönlichen Eindruck. Versuchen wir, die Stimmung wieder ein bisschen zu heben. Ja, zum Stichwort David Hasselhoff. Ich meine, der war ja, glaube ich, soweit ich weiß, in Österreich, bevor er in Deutschland war, sogar irgendwie auf Tournee und so. Haben Sie wahrscheinlich damals diesen Hype um diese Person auch mitgekriegt? Leider viel zu wenig. Ich war ja an dem Zeitpunkt in Deutschland und in der Schweiz und hat mich nicht wirklich erreicht, leider. Also da waren andere Dinge, jetzt gerade rund um die Mauer, wichtiger. Mhm. Ja. Und vielleicht eine komische Frage oder eine vielleicht gute Überleitung, aber wenn Sie jetzt das schaffen und die Person David Hasselhoff betrachten, sehen Sie da Parallelen oder Ähnlichkeiten in Ihrer Karriere, sage ich mal? Oh, das ist eine schwere Frage. Naja. Was soll ich sagen, was ich an David wirklich, also generell, fangen wir etwas weiter vorne an. Ich halte David Hasselhoff, oder ich erlebe ihn, ich sehe ihn, ich nicht nur halte, sondern ich schätze ihn außerordentlich. Ein großer Künstler, ein großartiger Schauspieler, wirklich. Also das muss man als Kollege sozusagen, ich würde mich nie in diese Regionen vorwagen, aber trotz allem, er als Schauspieler ist er fabelhaft, ist er wirklich großartig, er ist durch die Bank immer authentisch. Und was mir eine hohe, wirklich hohe Achtung abbringt, ist das, wie er mit seinen Lebenskrisen umgegangen ist, wie er immer wieder aus Lebenskrisen rausgekommen ist, wie er nicht aufgegeben hat und wie er ja heute nach wie vor dasteht. Ich finde seine Konzerte wirklich toll, ich mag das sehr und halte ihn zu Recht, nein, umgekehrt. Ich halte die Aufmerksamkeit und das, was ihm jetzt an Sympathie und allem entgegengebracht wird, für vollkommen richtig. Ja, er ist ein großartiger, sympathischer Mensch. Verzeihung, wenn ich jetzt ein bisschen gestottert habe, es ist nicht so ganz einfach. Das mache ich auch. Eine Sympathie zum Ausdruck zu bringen, ohne dass das irgendwie falsch verstanden wird. Ja. Ja, ich hätte da zum Beispiel auch noch, abgesehen natürlich von dem Style, dann auch noch irgendwie dieses Multitalent, also diese verschiedenen Genres, sage ich mal, in dem sie unterwegs sind eben. Zum Beispiel auch, also hier ja Schauspieler, Sänger und mittlerweile Schriftsteller. Und Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Der gute Ton von Kuhn. Können Sie da vielleicht kurz einen Umriss geben für unsere Zuhörer? Aber äußerst gerne. Ja, Der gute Ton von Kuhn entstand, weil mich ein Verleger angesprochen hatte. Und ja, wie soll ich das sagen? Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, von meiner Mutter zu meinem 15. Geburtstag
eine Schwarte in die Hand gedrückt zu bekommen. Das Ding war, also ich übertreibe jetzt nicht, das war 8 Zentimeter dick. Vielleicht waren es auch nur 7, ja, aber gut soll sein. In rotem Safranleder gebunden mit Goldschnitt. Das hieß der gute Ton von heute. Ja, erschienen 1906, glaube ich, oder 1896, so die Kante. Darin war vor allem zu lernen, wie man in Anwesenheit gekrönter Häupter richtig rückwärts geht, wie man vor wem welchen Knicks oder Verbeugung macht, wie bei einem Essen bei Hofe das Besteck, die Teller zur Hand haben sind, etc., etc. Also eine Schwarte für ein Leben in einer weit zurückliegenden Vergangenheit. Irgendwann habe ich festgestellt, es gibt die gekrönten Häupter so nicht mehr. Und wenn es sie noch gibt, ich werde ihnen wahrscheinlich nicht begegnen dürfen. Was so zwar fast nicht stimmt, ich bin neulich mal einer Majestät begegnet, habe das erst hinterher erfahren. Na, da habe ich mich geärgert. Wer war das, wenn ich fragen darf? Das ist hier der, in nördlich von Köln, ich habe jetzt den Namen gerade nicht präsent, gibt es ein Schloss, das gehört einem Prinzen, der sich redlich darum bemüht, dieses ganze Erbe irgendwie ordentlich zu erhalten. Und ein toller Mensch, wirklich fabelhaft, wir durften da drehen. Und also ich habe das erst hinterher erfahren, wer da wieder der Gärtner daherkam, dass das der Herr des Hauses war. Ja. Aber ein beeindruckender Mensch von der ersten Sekunde weg. Okay. Ja. Und in dem Buch haben Sie dann versucht, ein bisschen was von Ihrem... Ja, und bei mir ging es dann so weiter. Ich habe natürlich dann den Ellmeyer gelesen und bei Ellmeyer die Tanzschule gemacht und so weiter. Und ich bin halt der Meinung, ich kriegte dann irgendwann auch noch mal wieder so zufällig, da habe ich mal geguckt, was ist so an moderner Literatur zu diesem Thema Benehmen unterwegs. Und Sie haben immer noch alle den gleichen Duktus. Der erhobene, moraline Zeigefinger. Und das hasse ich wie die Pest. Ja, also da werde ich aggressiv, weil ich finde, das ist nicht der Ansatz. Gutes Benehmen ist Herzenssache und gutes Benehmen ist etwas, was mit Humor zu tun hat. Ja, und das habe ich versucht in dem Buch rüberzubringen, indem ich selbstironisch und persiflierend und lustig einfach versucht habe, mal so ein paar Anstöße zu geben und nicht wieder diese große Keule, mit der man jeden Spaß am Leben platthaut. Das war der Hintergedanke bei diesem Buch. Und das haben Sie ja auch als Hörbuch vertont? Nein. Nein? Bis jetzt noch nicht. Kam noch niemand auf die Idee. Wenn ihr das machen wollt, ich bin dabei. Ja, okay, alles gut. Weil Ihre Stimme eignet sich ja sehr gut für Hörbücher, haben wir gemerkt. Ja, Sie haben ja gerade auch schon gemeint, Sie haben gedreht letztens in diesem Schloss und so weiter. Ja, das war für das Neo-Magazin Royal und zwar für diese schöne Folge von Literatur, diese Sommer-Special. Da ging es um Effi Briest. Ah, dieses, ja, habe ich. Da haben wir Effi Briest gedreht. Ja, das ist in diesem Schloss gedreht worden. Ja. War das richtige Setting und Ambiente. Man musste da nichts extra machen. Okay. Ja, was ich nämlich noch fragen wollte, apropos Hörbuch und Synchronisation, ja. Schauspiel, Gesang, was denn noch so für zukünftige Projekte anstehen? Sie haben ja auch mal Theater gespielt oder spielen Sie auch mal Serien oder Filme? Naja, ich lasse mich über alles Mögliche überraschen und ungelegte Eier gackert man natürlich überhaupt nicht und schon gar nicht in meiner Branche, um Gottes Willen. Ich meine, was ich aktuell mache für alle Hörer, die Spaß am Musical haben, in Füssen, das ist, sagen wir mal, am Ende der Welt oder anders gesagt, es ist im Süden von Bayern, direkt an der österreichischen Grenze, direkt vis-à-vis von Schloss Neuschwanstein, dem schönen, großartigen Disney-Castle, würde man heute sagen, nein, es ist das Original. Und direkt vis-à-vis gibt es ein großes Musical-Theater mit der zweitgrößten Drehbühne Europas, ein Riesenmöbel mit echtem See auf der Bühne und ich weiß nicht was. Und da spielen wir das schönste deutsche Musical, nämlich Ludwig hoch zwei. Musik, Konstantin Wecker, Nick Rain, Christopher Franke und Redberg ist der Autor. Und das geht um König Ludwig und sein Leben. Und ich bin nicht der König Ludwig. Lasst euch überraschen und wenn ihr Lust habt, schaut es euch an. Wir spielen es dieses Jahr noch ein paar Mal. Das ist das, was ich so im Moment im Vordergrund habe. Und es sind aber sonst noch ein paar Sachen, die jetzt als nächste Überraschung unsere Hörer vielleicht erfreuen werden. Ja, dann vielen Dank. Jetzt habe ich das Zeichen gerade nicht richtig verstanden. 2 Minuten noch. Jetzt habe ich mich schon auf die Verabschiedung eingestellt. 2 Minuten haben wir noch. Ja, dann muss ich improvisieren.
Was wollen Sie denn noch loswerden? Also, liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage des Mauerfalls und so weiter ist ja jetzt immer wieder gestellt worden. Und ich möchte allen Hörern und Hörerinnen wirklich ans Herz legen, jetzt von mir. Man kann denken über viele Zeiten, was man möchte, aber dass wir in Europa so viele Jahre Frieden haben durften, ist etwas ganz Besonderes. Es gab Menschen, die sich darum bemüht haben, dass der Frieden, den wir in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg haben dürfen, erhalten geblieben ist. Und das ist ein hohes Erbe und das ist ein hohes Gut. Und ich finde, wir sollten uns diesen Frieden durch nichts und niemanden nehmen lassen. Und das, denke ich, ist 30 Jahre nach dem Fall der Mauer eines der wichtigsten Aufgaben und Anliegen, die wir in diesem Land haben und die wir als junge Menschen, und ich bin nicht mehr ganz so jung leider, aber innerlich immer noch grün hinter den Ohren, wirklich nicht loslassen dürfen. Da dürfen wir nicht uns einlullen lassen, denn das ist das Wichtigste, der Friede, der nach so vielen Jahrhunderten permanenten Krieges, permanent, Europa ist eines der kriegreichsten Kontinente gewesen durch die Geschichte, ja, dass der uns genommen wird, das müssen wir mit aller Kraft verhindern. Und dafür danke ich euch jungen Leuten, dass ihr das hoffentlich tun werdet. Ja, aber sehr gerne und vielen Dank, dass Sie jetzt meinen Blackout mit diesen wichtigen und schönen Schlussworten gerettet haben. Ja, vielen Dank, William Kohn. Wir freuen uns auf die zukünftigen Projekte und bis bald hoffentlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war mir ein Vergnügen. Ja, herzlichen Dank nochmal an William Kohn für dieses schon wieder sehr informative und persönliche und auch rührende Gespräch. Da fiel es mir echt immer schwer, auf das Hörbuch, also das Projekt, für das wir eigentlich verabredet waren, zu sprechen zu kommen. Man merkt es ja an der einen oder anderen Stelle auch. Aber das holen wir jetzt nach. Einiges habt ihr im Laufe der Sendung ja schon drüber erfahren, aber hier nochmal kurz die harten Fakten. Up Against the Wall Mission Mauerfall ist eine Audible-Produktion und erscheint am 3. Oktober exklusiv auf Audible. Ihr wisst schon, dieser Hörbuch-Streaming-Dienst von Amazon. 8 Stunden und 18 Minuten dauert das Ganze und geschrieben wurde es, wie ihr mittlerweile erfahren habt, von David Hasselhoff. Unterstützung bekam er, wie er auch schon erwähnt hat, in dem Interview von David Gordon, einem durchaus erfahrenen Krimi-Autor von Romanen wie Mystery Girl, The Hard Stuff oder White Tiger on Snow Mountain. Und so kommt es, dass Hasselhoffs teils aberwitzige Ideen zumindest schon mal in einem feschen Gewand daherkommen. So werden zum Beispiel die Charaktere und, wie ihr in den Einspielern am Anfang schon gehört habt, die Schauplätze und auch der historische Background immer sehr detailliert und mit kreativen Metaphern beschrieben. Nochmal kurz zur Handlung, falls das vorher im Deutschlandfunk-Interview nicht ganz nachvollziehbar war. David Hasselhoff ist also 1989 auf Deutschland-Tour unterwegs und macht auch Halt in Berlin. Gleichzeitig reist ein CIA-Agent namens Nick Harper, der David Hasselhoff zum Verwechseln ähnlich sieht, ebenfalls nach Berlin, um einen üblen Stasi-Schurken namens General Hödel an seinem Vorhaben zu hindern, eine Atombombe in Ost-Berlin zu zünden, sollte es zum Mauerfall kommen, der steht nämlich kurz bevor. Nick wird jedoch bei der Einreise nach Ost-Berlin enttarnt, kann aber mit Hilfe einer jungen Berlinerin namens Hildi flüchten. Die hält ihn natürlich für ihr großes Idol David Hasselhoff und nimmt ihn überglücklich mit nach Hause, wo er mit den Eltern essen und in einem Zimmer voller David Hasselhoff-Postern pennen muss. Der echte David Hasselhoff geht unterdessen zufällig in die Bar, in der Nick mit einer Agentin namens Greta verabredet war. Die denkt wiederum, es sei der Agent Nick, und David denkt, die ganzen Codewörter, die sie nennt, sind irgendwelche Anmachsprüche, weil er natürlich wiederum denkt, sie sei ein Groupie oder so. Und hier geht es direkt los mit der Marschrichtung für dieses Buch, denn hier muss man schon den nötigen Humor mitbringen und Hasselhoff eine ordentliche Portion Selbstironie abkaufen können. Denn wie er sich da an die Agentin ranmacht und denkt, er ist der Geilste, ist sonst wahrscheinlich schon eher schwer zu ertragen. Anschließend gehen die beiden auf ihr Zimmer und als rauskommt, dass David nicht der CIA-Agent ist, für den sie ihn hält, gibt es eine aberwitzige Prügelei zwischen den beiden. Nackt, die erst in einer Kissenschlacht und dann als Stasi-Agenten das Zimmer stürmen, in einem Blutbad endet. Der Mann mit dem Trenchcoat deutete in unsere Richtung. Halt, Polizei! Wir erstarrten mitten im Ringkampf. Was ist hier los? Wir gaben sicher einen merkwürdigen Anblick ab. Ich in meinem weißen Feinrippslip, eine barbusige Frau, die fest auf meinem Gesicht saß und ein Haufen Federn, die wie Schneeflocken um uns herumschwebten. Sie verlagerte noch mehr Gewicht auf mein Gesicht, um mich am Sprechen zu hindern. »Nichts, Genosse, er ist ein Kunde. Sie wissen ja, wie pervers diese Ausländer sind. Der Kapitalismus verdirbt sie. Wenn Sie das Band abhören, das Ihre Genossen unten mitgeschnitten haben, werden Sie wissen, was ich meine.«
Der Mann in dem Trenchcoat sah mich an. Was sagt er? Wer weiß, sie zuckte die Achseln. Er ist betrunken. Es tut mir leid, mein Fräulein, wir wissen ja, dass Sie hier Ihren patriotischen Dienst am Volk leisten, aber wir haben auch unsere Befehle. Ich bin ein Inspektor von der Staatssicherheit und man hat mir gesagt, dass sich in diesem Zimmer ein gesuchter Verdächtiger aufhält. Ich muss ihn identifizieren. Bitte stehen Sie auf und geben Sie das Gesicht frei. Sie erhob sich zögerlich und stellte sich auf die Matratze. Ich schnappte nach Luft. Der Inspektor musterte mich. Sagen Sie mir bitte, wie Sie heißen, mein Herr. Hasselhoff, krächzte ich, während ich mich aufsetzte. Mein Name ist David Hasselhoff. Ja, und so hilft David nach einigen Startschwierigkeiten Greta auf ihrer Mission und dabei den echten Nick zu finden, während Nick versucht, seine Mission anzugehen, wobei er aber immer wieder von Fans und Groupies gehindert wird. Im weiteren Verlauf kommt es also immer wieder zu Verwechslungen, zu rasanten Verfolgungsjagden, unter anderem mit Kit, Verhöre unter Drogeneinfluss, wilde Schießereien und ein Hasselhoff-Konzert, das unter diesen erschwerten Bedingungen auch zu einer ziemlichen Herausforderung wird. Wenn ich jetzt also eine Wertung abgeben sollte, wie wir das beim Telestammtisch ja immer mit 0 bis 5 Punkten machen, würde ich persönlich 4 von 5 Punkten geben. Ich fand es nämlich einen sehr unterhaltsamen, wilden Ritt mit vielen absurden Ideen, schön geschrieben und natürlich durch das ganze Hasselhoff-Ding einfach nochmal eine Spur witziger. Ob das Ganze natürlich auch ohne Hasselhoff funktioniert hätte und überhaupt ansatzweise hörenswert gewesen wäre? Es ist ja immerhin, wie gesagt, gut geschrieben und der historische Background und das Setting in Ost-Berlin kurz vor dem Mauerfall machen, finde ich, durchaus für sich selbst auch was her. Und was bei einem Hörbuch natürlich noch zählt, ist der Sprecher. Und ich fand, David Hasselhoff hat das wirklich super gemacht, super witzig, wie er da die verschiedenen Charaktere spricht und sich auch immer wieder mal am Deutschen versucht. Und die Synchronisation, was soll man sagen, The Voice William Cohn. Besser geht's ja nicht. Also der macht das genauso super mit den verschiedenen Stimmen und ja, kann man nicht dran meckern. Der Grund, warum ich nicht die volle Punktzahl gebe, ist, dass es sich in der Mitte auch aufgrund dieser stattlichen Länge dann doch hier und da mal ein bisschen zieht und diese Verwechslungen sich dann auch hier und da mal wiederholen. Für Leute, die mit David Hasselhoff gar nichts anfangen können und die ihn böse gesagt für einen selbstverliebten Spinner halten und seine Selbstironie einfach nicht abkaufen können, ist das Ganze natürlich eventuell nichts. Alle anderen sollten aber durchaus mal ein Ohr riskieren und für Hoff-Fans ist das Ganze sowieso ein Muss. Und so kommen wir auch schon zum Ende unseres Berlin-Specials und mir bleibt nicht mehr viel übrig, außer Danke zu sagen an Audible für die Einladung, an alle Interviewgäste und natürlich an euch, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Vielleicht habt ihr sogar was gelernt, habt Lust bekommen auf das Hörbuch und vielleicht auch darauf, euch nochmal anderweitig mit dem ganzen Thema DDR, Mauerfall und so weiter auseinanderzusetzen. Und hierzu habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wie ihr vielleicht wisst, hat der Telestammtisch ja noch einen zweiten Kanal, wo wir jede Woche so gut wie alle Kinostarts für euch besprechen. Und wie es der Zufall so will, hat sich Eva, die ihr vorher schon kurz gehört habt, vor kurzem einen Film namens Zwischen uns die Mauer angeschaut, der ebenfalls am 3. Oktober in die deutschen Kinos kommt. Und da geht es um eine Geschichte und um Themen, genau wie sie William Cohn vorher in seinem Interview beschrieben hat. Stichwort Palast der Tränen zum Beispiel. Und auch diese Besprechung kommt in die Shownotes mit der Homepage von Phil, dem Deutschlandfunk-Beitrag von Timo und wenn ihr dann noch Lust habt, schaut gerne auch noch auf meiner Facebook-Seite vorbei. Da gibt es immer kleine Cartoons und Comics zu Filmen und Events, die ich für den Telestammtisch besprechen durfte. Natürlich auch zu diesem hier. So, jetzt aber wirklich Schluss aus, lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.